Biker ist eben eine harte Sau. Ach so, ich sollte Dinge abschießen. Hin und her, Alter. Steht da dann schon zukommen. Dreht sich da im Kreis, das ist. Aber jetzt glaube ich ist es. Nein! Das gibt's ja nicht, da steht noch mehr auf. Ja, mein Skater-Bubi. Ist erledigt. Ach, bin ich froh. Und was hat er? Holz. Naja. Gut. Soll ich dir helfen? Ah, ich sehe schon, der ist da oben, gell? Ich hol mal den anderen runter. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Aber jetzt. Na, wenigstens 14 Casino-Tokens. Das ist ja auch was, ne? Mhm. So. Nix. Na, dann räumen wir die mal aus, oder? Ja, schon da drin sind. Was willst du ausräumen? Die Wände sind da urdünn. Ja, ich denke mir so gerade. Aber da. Ja, ich weiß auch nicht, was das da ist. Schauen wir mal, ich schlag da mal ein Fenster drauf. Ah ja, die halten dafür. Also ja. Die Säulen sind sehr gut, die haben 3000. So. Kaffee! Cool! Hoppala. Mitnehmen. Ah, in der Waschmaschine sind Sachen. Okay. Cool. Gespannt, was wir alles finden. Hoffentlich nur Stoff und Gewand. Mhm. So. Gut, wenn du die Reihe magst, mache ich die andere. Ja. Eigentlich müssten wir aus dem jede Menge Electrical oder Mechanical Parts raus. Ja, das heißt, wir sparen die später ab, wenn wir das dementsprechende Werkzeug haben, ne? Mhm. Jo. Okay, da oben liegt auch einer. Um alle Leichen habe ich mich noch nicht gekümmert. Ja, ja. Draußen. So, die Sesseln sammeln mein. Mhm. Das da können wir eigentlich auch wegnehmen da. Oh schön, ein Mantel. So. Wie spät ist es? Oh, 14:29, da haben wir ja eine massige Zeit. Die Frage ist, bleiben wir gleich da oder holen wir das Zeug oder? Naja, wir werden zumindest zu essen brauchen. Ne? Stimmt, ja. So, du hast oben schon. Zwei Kisten und entsperrt. Okay. Dann würde ich sagen, ich leere jetzt einmal aus und laufe rüber und hole einmal den ersten Teil. Okay, ich kümmere mich um die restlichen Waschmaschinen. Ja. Ich mach da hinten schnell zu, da ist noch offen. Ja, bitte, danke. Gut. Stiefel, ach, wie schön. Einer von uns kann sich schon einkleiden. Gut, dass ich noch nicht mehr Spikes gesetzt habe. Okay, die sind alle leer. Drüben. Nee, die sind noch nicht. Ah, die was räumt einfach aus. Ich kümmere mich um den Rest dann.
Zerlegen. Zerlegen. So. Zerlegen. Einer von uns ist, wie gesagt, neu eingekleidet. Gut. Kaffee, cool. Okay, da ist das selbstgemachte deutlich besser wie das orange T-Shirt. Zerlegen wir. Okay, wo ist das? Was denn? Ich hab wieder einen gehört. Einen Geier. Ein Geier? Nein, Zombie. Also, Zombie. So, dann da dran. So, wie gesagt, einfach einmal alles rein. Sag mal, warst du bei der Tür da hinten drinnen? Nein, da war einer nicht drin, die musste aufschlagen, nehme ich an. Okay. Die Zeit habe ich mir noch nicht genommen. Okay. Gut, ich habe eigentlich. Warte, ich schmeiß auch das alles rein. Ich nehme nur die Pfeile mit. Auch die Juckerfluts, die Schneebären, die Getränke lassen wir da, die Verbände, Kohle. Die wir brauchen. Also Geld. So. Und von da. Vom Werkzeug tue ich auch noch was raus. Mich am Weg, dass ich zumindest eine Ladung rüberkriege. So, wo habe ich aufgehört? Da, da, da. Aha. Hm? Spannend. Wo? Fuck! Bei der Leiter ist er rauf. Ich bin aus irgendeinem Grund runter. Ich weiß aber gar nicht warum. Es war das gleiche wie vorher bei der Leiter. Okay. Schau, nach unten kommt der rauf. Was hast du gemacht? Nein, ich schau es dann an. Ich bin die Leiter entlang runter, ich habe aber nicht einmal Schaden genommen. Ich bin vorhin auch schon auf der Leiter so komisch weggeglitscht jetzt schon wieder. Liegen unterhalb der Leiter Leichen? Nein. Okay. So, ich wollte halt eigentlich das reparieren und wollte sagen, komisch, der Block da ist beschädigt worden. Ich hab kein Holz, also das Holz habe ich jetzt rausgegeben, gut, dann halten wir es jetzt nicht auf mit der Reparatur. So, aber interessant, wenn ein Zombie die Leiter entlang kommt und du krabbelst runter, der kann dich nicht schlagen, während er auf der Leiter ist. So, ich lauf. Da liegt da wieder einer. Gut, der war leer, Gott sei Dank. Okay, die Zombie-Time ist bei dir. Ja. Gut. Gut. No, Sandwich. Ah, hier kann man Dosen und so kaufen. Cool. Da steht der Automat. Der war in der Apotheke auch drinnen. Okay. Ja. Wie? Oh, ich bin voll. Shit. Okay, was zerlege ich? Das hier. Ja, cool. Dann werden wir die Stadt für uns beanspruchen. Ja, unbedingt.
Ich werde den Tresen auch abbauen, weil da können sie drauf hüpfen und nach oben schlagen. Jupp. So, ich bin hier drüben. Mhm. Einen Schlafsack aufnehmen? Nein. Nope, aber ich kann mir ja einen neuen machen. Soll nicht das Thema sein. So, das Wichtigste ist das Wasser, von dem wir übrigens gerade sehr wenig haben. Achso, wenn wir das noch nicht abgekocht haben. Mm. Passt mir, dann werde ich das scrappen. Die Schem-Sandwich lasse ich da aus Fett, glaube ich, werde ich mitnehmen. Ja, weil dann mache ich gleich Torches draus. Baumsaat ist auch nicht so wichtig. Die kann ich später holen. Die Währung, die alten Scheine, die Patronen. Mechanical Parts, das Eisen, aber Messing, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das Fell nehmen wir auch mit. Ja, unbedingt. Nitratpowder lassen wir da, dafür nehmen wir die Kohle mit. Messing ist auch, glaube ich, nicht so wichtig, die nehmen wir dafür die Eisendinge mit. So, kann ich die blöden Blöcke von uns decken? Nein, geht natürlich nicht. So. Ja, passt. Ich würde sagen, wir haben es okay. Für den ersten Durchgang. Mal schauen, vielleicht schaffen wir es ja noch einmal. Mm. Da geht's raus. Okay. Ah, ich habe da drüben noch keinen Wegpunkt gesetzt. Ja, dann laufen wir in eine Richtung, ich bin im Haus. Ja, stimmt, Blödsinn. Du, okay, du zeigst es aber irgendwo. Achso, die Mitte zeigt es an. Die Mitte. So. Ich bin noch nicht in den Raum gegangen, gell? Du bist hinten rein, hinten durch, oder? Ja. Das heißt, da dürfte nichts mehr... Ich habe aber zugemacht. Ja, aber da dürfte kein Zombie mehr liegen. Ich vertraue dem nicht. Du kannst dich erinnern an die Apotheke. Das war Wahnsinn. Die ist Horror. Danach auch noch mal so viel drinnen, weil ich mir dachte, wenn man es einmal geleert hat, sind diese Sleeping, die schlafenden Zombies raus, aber... Dem war nicht ganz so. Ach so, es regnet dran. Ich wollte sagen, super, jetzt habe ich genau das Wetter wie beim letzten Mal. Da ist ein Safe, hast du das gesehen? Nein, das habe ich nicht gesehen. Oh, ich bin da. Geh, komm doch kurz mal rein, ich trau mich da nicht hinten nach hinten. Ja, du, ich bin hier oben, ich rein gerade raus. Okay, gut. Zack, 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 zack. Außerdem fürchte ich fast. Ja. Dass ich welche mitgebracht habe. Ach. Bin mir gar nicht sicher, ob ich jetzt gleich runterkomme. Wir sollten ein kleines Loch machen, damit ich auch von innen nach oben kann. So. Und wir müssen da eine kleine Überdachung bauen. Sonst wird uns ziemlich kalt werden. Okay. Wir sitzen jetzt quasi im Freien.
könnte ja noch einmal kurz laufen, dann hätte ich den Rest da herüben. Wie du magst, wie du magst. Kein Problem. Kommst du zurecht? Bis jetzt, ja. So, ich bin hier unten. Laufe nochmal. Das wird sie ausgehen. Ja, oh. Das war bei mir. Oh. Entschuldigung, dass mich so reißt, aber ich höre einen anderen seinen Ton mit und das ist. Jo. Etwas schreckhaft. Ich bin. Scheiße, den Schlafsack hätte ich nicht aufnehmen sollen. Hast du ihn nicht hingelegt? Doch, ich habe ihn hingelegt, aber ich sehe jetzt natürlich nicht mehr, wo dieses. Die Hütte ist. Das ist mir nur angezeigt. Moment, ich schau mal, in welche Richtung du läufst. Ich glaube es. Du läufst richtig genau drauf zu, geradeaus kommst du Hütte. Ich glaube, ich sehe schon. Ja, ich hab's. Das ist nicht mein Schlafsack, liegt nämlich noch. Warum ist mir. Mir ist heiß. Achso, ich hab diese Kackjacke an. Weg damit. So. Jetzt mache ich eine Schaufel. Bin ich dämlich. So. Die Pfeilspitzen, die Patronen, die Waffenteile, der Kleber, das. Scrap. Da. Ah, ich kann deinen Block mitnehmen, okay. Das geht. Okay. Ich hab. Ja, jetzt kann ich glaube ich alles mitnehmen. Ich hab die Axt gedrückt und ich mache eine Schaufel. Irgendwas stimmt da gerade nicht. Ja. Stone Axe, bitte. Und warum macht er eine Schaufel? Mach einmal, oder klick einmal auf die Schaufel, was er dann macht. Egal. Auch mit einer Schaufel kann man. Na super, da draußen ist ein Zombie. Auch mit einer Schaufel kann man schlagen. Zwar nicht so effektiv. Gut, jetzt liegt eigentlich nur mehr dein Schlafsack da, so ja. In Oppern. Nein, noch nicht. Erst noch nicht mal einen neuen gemacht. Ach so, ja. Wäre mir lieber. Bitte, danke. Gut, dann machen wir einen Weg retour. Da haben wir ja vorhin was reingelegt, das nehmen wir noch mit. Du hast alles ausgeräumt da drüben, ne? Ja. Ist ja nichts mehr da. Cooking Pot nicht vergessen. Habe ich alles rausgenommen und habe sogar das Lagerfeuer abgebaut. Sehr schön. Da, Torch. Das Safe steht noch oben. Ja. Ich habe Mist gebaut. Na, wascht. So, ich kann jetzt nicht einmal eine Steinaxt fertigen. Wo das Material rauskommt. Ich glaube, wir werden es auch nicht brauchen. Den haben wir schon genommen. So, jetzt muss ich da nur noch raus, rundherum laufen und rauf. Rauf, 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 rauf. Ist das da unser Gebäude? Ah ja. Aha, das hat so einen komischen. Okay, wie ein Carport, da ist das seitlich dran. So, ich bin auch da. Ich bin noch drinnen. Okay, ich bin einmal oben. Räume nochmal das letzte da aus, was ich jetzt mitgebracht habe. Und baue uns da einen Unterstand. Ja. Einen kleinen zumindest.
Scheiße Wetter. Jo. So. Ich konnte mich nicht um die Leichen kümmern. So, meine Steinäxte nehmen wir sie wieder. Dann habe ich da irgendwo meine Steine. Da dann das Holz. Ups. Und die Fasern. Und irgendwo sind Federn. Na. Das sind 250. Ah, okay, mehr habe ich im Moment nicht. Gut, dann bauen wir jetzt einmal sofort Holzrahmen. Mhm. Und ich bin hier oben, nicht schrecken. Ja, ist okay. Bauen wir mal 50. Fertigen. Die Wand lege ich dir in die rechte. Ich lege das einfach mal ab. Ich habe keinen Platz für irgendwas. Schuhe kannst du nehmen. Hemd kannst du nehmen. So, jetzt sind wir 3 hoch. Eins noch, oder dass wir eine Raumhöhe von 3 haben. Eine Raumhöhe von 3, ja. Bitte. Ist nicht zu niedrig gewesen. So. Das ist super cool. So, ich küble da mal alles rein. Bier. Wir können uns betrinken. Ich habe 4 Bier. Nicht so groß muss es ja noch nicht werden. Nipp. So, ja. Schlafsack, 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 ja, Bedrock-Craft. Und jetzt haben die Torches Platz. Gut. Ich lieg schon. Also, ich meine, ich habe einen. Super, wir sind aber nicht im Minecraft. Es wird nicht Tag, wenn ich mich jetzt da hinlege. Hast du den Schlafsack draufgelegt? Ja. So, jetzt sind wir zumindest mal trocken. Genau. Ich mache ein Campfire und ich muss es auch aufstellen. Witzigerweise habe ich das nur einmal bekommen. Die Quest. Ah, okay. Ja, aber macht ja nichts. Wo wollen wir die dann, das Campfire dann hinhaben? Gleich ist hier egal. Oben aufs einfach, Podest? Ja, stellen Sie mal da her, weil das wärmt da gleich da. Dann haben wir da irgendwo Fackeln, die bringen jetzt auch. Ich habe die Fackeln, ich habe okay, die Fackeln. Dann kannst du das gleich mal da links und rechts anbringen. Ein Stück weit werde ich dann noch einmal raus. Na, ist ja total wohnlich. Ja. Okay. So. Da brauchen wir was zum Trinken. Ja, das Wasser abkochen, bitte. Ja, das mache ich gleich. Wasser. Hast du das in der Kiste? Jo. Sollte drin sein. Bottled Water. Ja, da. Hab's. Ich sehe es schon. Ich lege da 5 Wasser rein. Okay. Abgekocht. Nein, 4 habe ich. Ach so. Ja, welche. So, ich nehme jetzt da mal kurz ein paar Yucca-Fruits. Ja. Und zwar ein Viertel davon. Okay, dort ist und, zugemacht.
Ja, da wären auch noch welche gewesen. Was wird jetzt noch? Ja, ja, die Snowpheris. Ja, so schaut derzeit unsere Unterkunft aus. Wir werden hier für die nächsten paar Tage bleiben. Und nebenbei beginnen mit unserem Bau. Wir werden das gleiche machen, wie wir es drüben vorhatten. Vielleicht werden wir da die Wände nicht ganz so viel aufreißen. Aber drinnen alles mit Stacheln füllen. Ja. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, momentan wird das die Base sein. Das wird sich jetzt die etliche Folgen nicht verändern. Außer, dass wir es ausbauen. Genau. Schauen, dass wir Betonskill und so weiter kriegen. Und dann loslegen mit den Forges. Den Eigenbau. Okay. Also dann, bis dahin. Ciao. Happy Gaming und ciao, ciao.